Also jetzt bei dieser Spur, beim 2-1, man könnte fast meinen, es sei Copy-Paste zum 2-2, wo wir Fähren haben gemacht. Der grosse und gravierende Unterschied für mich ist natürlich, jetzt sind wir mit dem Seilzug viel näher an der neuen Bahn dran, weder dass wir Fähren zur alten Bahn waren. Das heisst für mich persönlich viel mehr aufpassen, viel mehr auf Kommunikation schauen mit Funkverbindungen zu den Kabinen und so weiter. Das ist nochmal eine Sache mehr, wo wirklich voll darauf muss fokussieren muss, dass man es im Griff hat, dass nichts passiert. Also jetzt, heute sind wir ja das Tag von Mürren auf das Berg ziehen. Und in diesem Fall braucht es ungefähr 9 Personen. Sicher jede Maschine ist besetzt. Jemand, der die Wiese und jemand, der den Seilzug überwacht. Beim Seilzug darf das Tragseil nicht am Boden kommen. Darum haben wir ganz viele provisorische Bauten unterwegs. Also wie Nodeln, Rollen und so Zeug. Genau. Auch der Vorteil von dieser Dinar-Seilzugmaschine ist, dass wir die Seile bremsen können, dass während dem Seilzug die Seile höher in der Luft ist, dass wir weniger provisorische Bauten machen müssen, für alle Hindernisse auf der Strecke sind, zum Schiffen oder zu überbrücken. Das ist sicher auch ein gewisser Aufwand, aber wenn es läuft, kommt es gut so. Unter der Linearzug muss ja mit 15, 16 oder 17 Tonnen bremsen. Und dann gibt er uns den Takt an, hier oben. Das heisst, im Moment ziehen wir ungefähr 5 cm pro Sekunde. Also sind wir nicht super schnell unterwegs. Aber es ist dazu zu sagen, wenn die Tonnage hier oben steigen, geht die grosse Wind auch nicht mehr viel schneller. Aber wenn es geht und wir keinen Stillstand haben, ist ja das gern noch gut. Nein, Alltag ist es nicht, aber wenn man gesund den Kopf der Sache hat, da untereinander gut kommuniziert, dann geht auch das. Wir hatten jetzt 2 Tage, um das Seil aufzuziehen. Und jetzt brauchen wir noch eine Woche, um zu spannen und dass es fix drin ist. Und dann das nächste Seil noch.